Leidenschaft trifft Leidenschaft. Auf ein Hirter mit Inge Olschnegger, regionale Gerstenlieferantin für die Privatbrauerei Hirt. Es hat jede Jahreszeit hat so seine schönen Aspekte. Man freut sich auf den Frühling, wo alles zum Sprießen beginnt, wo man endlich das Korn ausbringen kann. Dann kommt die spannende Zeit, hat man die richtige Bodentemperatur, wächst es gut auf, wie ist die weitere Pflege. Und wenn nachher alles so richtig schön grün ist, ist einfach nur herrlich. Und dann kann man nur warten. Warten aufs Wetter, dass der Herrgott uns gut meint, dass wir Wasser haben, dass wir Regen haben, dass wir Sonne haben. Und das Schönste ist nachher den Herbst, wenn das Korn reif ist und der Wind dann reinfährt ins Feld, als wie am Meer die Wellen so gehen. Also das ist einfach, da weiß man so, man hat was richtig gemacht. Gell? Und dann kann man es ernten, liefert es ab und kriegt noch ein super Bier dahinter. Was wisst ihr? Meine Eltern haben mich sehr stark beeinflusst. Die haben mir die Liebe zur Natur einfach beigebracht. Die haben mir gezeigt, wie Leben entsteht, wenn man was pflanzt. Die Ehre, wenn man was anpflanzt und das nachher ernten kann. Und das ist ja ein Lebensmittel. Ich gehe leidenschaftlich gern jagen. Ich gehe leidenschaftlich gern mit meinen Mädels aus, in die Sauna, fortgehen, lachen, tanzen, einfach das Leben genießen. Hirter, echte Leidenschaft.